So, Ja, funktioniert. wir machen jetzt nochmal ein kleines Update über Wunder, an die ja keiner glaubt. Schön. Und immer dran denken vorneweg, wenn Gott wiedergeboren wird, dann wird er wiedergeboren in deinem Geist. Jetzt ist natürlich die Sache mit dem Geist, was verstehen wir unter dem Geist? Ich könnte jetzt sagen, in deinem Kopf, dann haben wir da drüber dieses Bereshit bara Elohim, inmitten dieses Kopfes wird alles erschaffen. Man muss es natürlich symbolisch sehen, weil reden wir von einem blauen Kopf oder von einem roten Kopf? Das sind so Kleinigkeiten, dass man sich selbst verstehen lernt. Ich sage immer vorneweg, tausende Male, das, was ich dir jetzt erzähle, ist weder ein religiöses noch ein esoterisches und schon gar kein geistloses, nachgeäfftes, naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden jetzt ganz einfach von dem, was ist. Das, was hundertprozentig sicher ist. Und das kann nur der erfahren, der Geist, der das träumt. Das ist die einfachste Metapher, die es überhaupt gibt. Und wenn du jetzt noch Zweifel haben solltest, immer daran denken, ich spreche jetzt zu dem, der sich dieses Video anhört. Du bist der Einzige, der das erlebt. Ich merke immer wieder diesen Unterschied zwischen unserem roten JCH und dem roten Ich, wenn ich Geistesfunken sage. Es gibt nicht viele Geistesfunken, eine Menge von Geistesfunken. Es gibt bloß einen allereinzigen Geist. Das nennen wir jetzt einmal Geist, Gott oder physikalische Energie. Ich symbolisiere das JCH, die erste Grundwelle. JCH, die Radix von Jesus Christus, ist ja ich. Das ist der, der vor dem Bücherregal steht. Das ist eine ganz einfache Metapher. Und da ist noch nichts. Die Bücher symbolisieren Programme. Das sind blaue Ichs. Das ist, dass ich immer sage, das, was du jetzt erlebst, hängt maßgeblich davon ab, wer du zu sein glaubst. Das beginnt schon, wenn du an dich selbst denkst. Denkst du jetzt an den, der vor dem Computer sitzt? Und jetzt ist es interessant, dass der bist du nicht, das ist ein Gedanke von dir. Das habe ich tausendmal wiederholt. Du merkst, es trennt schon die Spreu vom Weizen, dass von dir ausgedachte Menschen die Masse das nicht akzeptieren. Sie verwechseln sich so massiv mit dem Gedanken an sich selbst, blau gelesen jetzt. Blau ist immer, wenn was in Erscheinung tritt, dass sie in einer absoluten Vergessenheit sind. Und ich würde jetzt trotzdem ein bisschen entgegenkommen, und wenn ich jetzt ich sage, meine ich nicht dieses Pixelmännchen Udo oder den Udo, den du dir ausdenkst, sondern ich meine UP. Und es gibt jetzt so viele im Aufbau, das Pixelmännchen Hubi, das du dir jetzt ausdenkst, der kennt den Udo schon länger, und ich kann immer nur in einer raumzeitlichen Geschichte, wie ich sage, in der Basic-Logik mit dir reden. Und da machen wir jetzt erst einmal solche Kleinigkeiten. Dass ein Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und ich werde dir jetzt ein bisschen was erzählen vom Wunder, und dann kann der Hubi ein bisschen was vom Wunder erzählen. Und Hubi wird jetzt auch einmal so eine Sache machen. Das Ganze dreht sich jetzt erst einmal um dieses mystische Weißenburg, das du dir jetzt ausdenkst. Im Moment. Und jetzt ist es ganz, ganz einfach, dass ich immer wieder sage, wie unendlich geistlos, das wirst du noch zigfach wiederholen müssen, wie unendlich geistlos ist eigentlich ein Geist, wenn er meint, er hätte mit dem, was er sich denkt, nichts zu tun. Das heißt, ich reduziere Holofeeling dermaßen runter, dass ich sage, bei Holofeeling geht es nicht, was richtig und verkehrt ist. Das wiederhole ich immer wieder. Es geht nur darum, was jetzt da ist und wer das erlebt, was jetzt da ist. Und dann wirst du feststellen, dass ein Großteil von dem, was du erlebst, eigentlich von dir selbst erschaffen wird. Durch Interpretation und Reaktion. Das ist der einfache Vorgang, wenn du jetzt ein Buch liest. Oder wenn du Geräusche hörst, wenn du jemanden zuhörst, ob das geschriebene Worte sind, im Anfang war das Wort, oder ob das nur Geräusche sind, dass du die Worte in Form von Geräuschen hörst. Du wirst massiv aus diesen Worten Vorstellungen aufbauen. Das sind zuerst einmal einfach nur Gedanken. Das heißt, was du aus den Worten für Vorstellungen machst, ist eine Schöpfung von dir selber. Das heißt, sobald du eine Zeitung liest, und du denkst jetzt an irgendwelche Menschen, erschaffst du diese Menschen aufgrund dieser Worte in deinem Kopf. Das ist 100% sicher. Und jeden Menschen, den du erschaffst, der wird genauso sein, wie du ihn denkst. Und wenn jetzt da heliozentrisches Weltbild steht, dann wirst du, wenn du das jetzt, dieses Wort entfaltest, das ist ja wie eine Kollektion, wirst du eine Vorstellung haben. Eine Sonne mit Planeten, die drumherum kreisen, weil du so programmiert bist. Das ist ein reiner Programmstruktur. Kann das.
Und dann denkst du dir eben eine Sonne mit Planeten drumherum, die da drumherum kreisen. Hätte man dir das nicht erzählt, und jetzt ist schon, hätte man dir nicht, ist schon wieder das gefiltert, dass in der Vergangenheit was passiert ist. Und Genau. du musst es komplett, das ewige Hier und Jetzt hat nichts damit zu tun, dass in der Vergangenheit jemals etwas war oder in der Zukunft etwas sein wird. Da bin ich zigfach drauf eingegangen. Und das große Geheimnis, was natürlich jetzt irgendein ausgedachter Mensch von dir, ein Gedanke von dir niemals akzeptieren wird und auch niemals verstehen wird, Gedanken können nichts verstehen. Du musst es verstehen, du musst der Erste sein. Und dann lasse ich Wunder in dir auftauchen ohne Ende. Wenn ich jetzt normal chronologisch, bewusst chronologisch denke, die Sache, den Udo und den Hubi, die Verbindung ist seit die 80er Jahre. Stimmt oder stimmt? Und das ist ein Ewig. Fischlein, das angebissen hat. Und Es geht so da aus. mische ich mich auch, der Hubi wird sagen, als Udo mische ich mich in die Leben überhaupt nicht ein. Aber wir Cool. machen jetzt einmal auf dieser Bröselebene, was Wunder sind, und wir fangen jetzt erst einmal ganz einfach mit Weißenburg an. Jetzt ist natürlich Weißenburg wieder ein Symbol. Also nicht, dass man meint, da außen ist besser. Es kann niemals ein Gedanke, den du denkst, mächtiger sein wie du selbst als Denker. Das ist ja so eine einfache Erkenntnis, die nur Geist erkennen kann. Wenn das jetzt ein Mensch zu dir sagt, der in dir auftaucht als Information, das kann auch eine sinnlich wahrgenommene Information sein. Der kann es nicht verstanden haben, weil alles, was existiert, ich weise da immer wieder darauf hin, ist vergänglich. Es taucht auf und es verschwindet. Es taucht auf und verschwindet. Der Einzige, der dabei unveränderlich immer dasselbe Ich ist, das ist dieses rote Ich, das einen Traum erlebt. So, und jetzt schalten wir hier mal. Wir fangen jetzt erst einmal mit Weißenburg an. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich sage jetzt in unserem Chat, diese Handvoll Leute, kann ich dir gleich sagen, da war ein kleiner Eintrag drin. Hat wer ein Eintracher Video reingestellt? Das ist eine Predigt von einem Pastor. Und ich kann jetzt definitiv sagen, in dem Chat sind zur Zeit, können wir dann nachschauen, glaube ich, rund 200 Leute drin. Ja, Müssen wir über uns jetzt noch nicht 200. ausdenken, die jetzt nur jetzt existieren, weil die mir denken, es haben genau 181 Leute, die haben sich das Video ganz angeschaut. Und das schauen wir jetzt mal ganz kurz an. Da springe ich jetzt einmal rein. Das ist unser Pastor Heinle. Wir hören bloß ein paar Minuten rein und zwar das Wie erkennt man Erlernen. Hast du dir das Video angeschaut, Hubi als Hubi? Nein, den haben wir jetzt tatsächlich übersehen. Dann lass dich einmal überraschen, was jetzt da Ja, passiert. spannend. Lass mal den einmal loslaufen. Nie ist eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht worden, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Plötzlich kam der Geist Gottes auf sie, die Wolke der Herrlichkeit war da, plötzlich hat Gott zu ihnen geredet. Und hier in diesem Fall auf dem Heiligen Berg, wie Petrus sagt, hat es Petrus, Johannes, Jakobus gehört, hat es Jesus gehört. Und es war dann also Wort Gottes. Und diese Begebenheit ist dann aufgenommen worden ins Wort Gottes. Wenn andere ankommen, die vorgeben zu weissagen, aber sich hinterher gar nicht sicher sind, ob Gott zu ihnen gesprochen hat, dann hat Gott zu ihnen nicht gesprochen, ihr Lieben. Gott hat da nicht zu dir geredet. Wenn Gott zu dir spricht, dann weißt du das hinterher. Dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du es weißt. Interessant, ihr solltet jetzt erst einmal aufhören, der spricht Fränkisch. Ja, es war das Erste, ja. Das ist das Erste, was du merkst. Es ist halt der Ja. Pastor. Es ist mit Vergangenheit, es wird dir nichts nützen. Das ganze Geschwätz, wo ich sage, ist auch wenn er zitiert, ist alles ganz lieb, aber er erklärt jetzt seine erste Gotteserscheinung. Du hast ja auch schon etliche gehabt. Das sind so kleine Wunder, die sind nicht mitteilbar auf der Bröselebene. Aber man muss sehr, sehr fein unterscheiden. Die meisten Menschen leben in einem Wahn, in einem Glaubenswahn. Und es sind zuerst einmal Gedanken, es sind Informationen von dir. Du musst ganz, ganz fest jeden Moment dir klar machen, niemals wird irgendein Mensch, egal ob du den denkst oder ob der sinnlich wahrgenommen in deinem Bewusstsein auftaucht, eine existierende sinnlich wahrgenommene Information, der kann in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheinen, vollkommen real, wie man das als Materialist nennt. Es ist bloß eine Illusion auf deiner VR-Brille. Okay, aber jetzt pass auf, jetzt kommt das erste kleine Wunder. Ich weiß, als Gott mir seinerzeit begegnet ist. Ein junger Mann hat mir von Jesus erzählt und plötzlich war die Gegenwart Gottes im Raum, die war da. Es war eine dritte Person im Raum, die zwar da war, aber nicht sichtbar. Die dritte Person, von dem erzähle ich immer wieder so eine Sache, den kannst du gar nicht wahrnehmen, das bist du eigentlich selbst. Ich beobachte mich. Das ist immer, wenn du das kleine Bild anschaust, wenn ich es immer in alten Selbstgesprächen und ich betone immer wieder, ich rede jetzt von etwas, was nie in der Vergangenheit war, sondern
Diese Vergangenheit denken wir uns jetzt. Das ist ein Fakt. Und das Missverstehen und das Entheiligen von Worten ist das allergrößte Problem an dir selbst. Das ist so meine Standardbeispiele, an was denkst du bei dem Wort Krebs? Ja. Dann wirst du feststellen, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Das ist in einem der letzten Selbstgespräche, habe ich gesagt, wenn du mit irgendwas sympathisierst, ob du mit Menschen sympathisierst oder mit einer Gruppe, mit einer Glaubenssekte, mit einer Religion, mit einer politischen Partei, wenn du damit sympathisierst, dann leidest du. Sympathie heißt Mitleiden, dann leidest du an einem extrem fehlerhaften Glauben. Ja, ja. Betonung liegt auf fehlerhaft. Es fehlt in dem Glauben noch unendlich viel zur Vollkommenheit, es sind nämlich die ganzen anderen Perspektiven. Du hast das Dassenbeispiel nicht verstanden. Und jetzt bringen wir doch irgendeinen Menschen, der das versteht, was Sympathie bedeutet. Hör auf, mit irgendetwas zu sympathisieren, ob das Menschen sind, ob das Glaubensgemeinschaften sind. Es ist fehlerhaft. Ein ausgedachter Mensch ist ein Affe, ein sterbliches Säugetier. Klingt extrem lieblos, aber ist das, was ist, bei eigener Definition. Der Geist, der das Leben erlebt, ist was ganz was anderes. Der sich nicht verändert, meine 200 Gramm rote Knete. Sofort von jedem 13-Jährigen auf der Stelle überprüfbar. Was verändert sich an dir selbst, rot geschrieben, an der dritten Person, er, unser E-Quadrat R, an deinem roten Ich, wenn sich deine Informationen verändern? Nichts. Du bist dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, immer derselbe Geist. Und wenn du an dich denkst, denkst du an den aktuellen Körper. Und du kannst die jüngere Körper denken, die kannst du bloß jetzt denken. Und du kannst die ältere Körper denken, die kannst du auch bloß jetzt denken. Woran liegt eigentlich der Unterschied, wenn du jetzt an deinen Körper denkst und plötzlich denkst du an das heliozentrische Weltbild? Oder an den Herd in eurer Küche? Alles ausgedacht. Oder eventuell an dein Auto oder an dein Handy? Es tauscht sich deine Information aus. An dir verändert sich dabei überhaupt nichts. Das ist hundertprozentig sicher. Okay, aber jetzt kommt das Bonbon, pass auf, wo er seine Jesus-Erscheinung hatte. Das war umwerfend, das war der Hammer. Nach einiger Zeit bin ich dann gegangen und als ich in meinem Auto drinnen saß und mit dem Auto gefahren bin, hatte ich während diesem Autofahren eine Begegnung mit Jesus. Mir war es, als ob ich auf einer Ebene wäre, während ich Auto fahre, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich fahre also, ich weiß noch die Ecke, um die ich herumgebogen bin. Ne, Weimersheimer Ecke, Emmetsheimer Straße in Weißenburg in Mittelfranken. Nein. Ich kam gerade aus der Kartnerstraße raus, biegt da also rum in meinem alten Käfer von 1964. Und plötzlich denke ich, ich stehe auf einer weiten Ebene und da vorne, wo jetzt mein Sohn ungefähr steht, da steht Jesus, also so 30 Meter weg von mir, 20 Meter weg von mir. Und er hat nichts geredet, aber ich habe trotzdem verstanden, was er will. Leute, das habe ich mir nicht eingebildet, sondern das war so real, das verfolgt mich seit 25 Jahren oder noch länger jetzt. Versteht ihr? Das war so real. Ich habe mir nie denken müssen hinterher, habe ich mir das jetzt eingebildet oder was war? Nö, das war ein umwerfendes Erlebnis. Das war Jesus, das war Gott. In dem Moment wusste ich, dass ich wusste, Jesus lebt, er ist der Auferstandene. Eine Offenbarung Gottes, ihr Lieben, von der geht's heute. Ja, eine Offenbarung Gottes. Und ich wusste, ohne dass er das zu mir gesagt hat. Jetzt ganz nebenbei, dieser Pastor, genial. Der weiß von Holo Feeling und von Udo Petsche überhaupt nichts von UB. Mhm. Das will ich jetzt dazu sagen. Es geht auch nicht, eine Sekte aufzubauen. Das juckt dann öffentlich, dass man den dann mitteilt, was da eigentlich die Sache ist. Aber du hast deinen eigenen Traum. Es geht bei Holo Feeling nicht um irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Wenn ich immer so als Udo in meiner direkten Art und Weise sage, ich springe dann gleich nochmal zurück auf das Bild, weil wir dann uns das Weißenbruch ein wenig genauer anschauen. Mhm. Bin ja in Weißenbruch-Vortrag schon darauf eingegangen, dass da überhaupt keine Zufälle mehr gibt. Und es geht jetzt speziell um die Erkenntnisse in deinem Traum. Es gibt tausend verschiedene, Millionen und Abermillionen andere Träume. Ja. Und es geht dann nicht um das Christentum als Ding an sich. Ich rede jetzt in einer Form von Christentum zu dir. Dass es so viele Propheten, mein Prophet Samuel in den letzten Sachen, mega. Ausgedachte Menschen wissen nichts und keiner macht sich hier kleiner wie du, Udo, wo ich immer wieder sage, das, was du jetzt von dem Lautsprecher erfährst, weil du hörst jetzt einen Lautsprecher zu in deiner Logik. Du hast ein Pixelmännchen vor dir, ein Udo ist rein ein Gedanke, den kannst du dir jetzt auf Weißenburg denken und den Hubi denken wir uns auf Geisheim.
Das sind also so Sachen, es bleiben deine Gedanken, es sind ständig wechselnde Informationen von dem Geist, der sich jetzt das Video anhört. Und der ist auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Stimmt oder stimmt? So ist es, ja. Und das hat natürlich mit dem Waisenbruch in der biblischen Geschichte dann doch was zu tun, wenn man die Vatersprache versteht. Das heißt, das Erste, was ich dir erkläre, dass du hier als Protagonist, als den du dich jetzt erlebst, in einer Welt, in die du eingehüllt bist, die ist schon immer voller Wunder, die Welt spricht zu dir, du musst bloß die Vatersprache verstehen. Mhm. Ich mache jetzt eine kleine Geschichte, kann man auch in Hubi erzählen lassen. Hubi besucht den Uda in Waisenburg. Du hörst jetzt nur Worte und jetzt baut sich, wie wenn du eine Märchengeschichte, betrachte das als Märchengeschichte. Ich sage immer wieder, egal was du erlebst, das Wertvollste, was du besitzt, sind die Märchen und die Sprichwörter. Du musst bloß wissen, dass prinzipiell zwischen einem Märchenbuch und einem Geschichtsbuch kein Unterschied besteht. Die bestehen beide aus einem Blatt Papier mit Farbe drauf, aus Blättern mit Papier, wenn wir uns das als Buch ausdenken oder als Internet sein. Jetzt in der moderneren Form. Und der Unterschied besteht nur in deiner Definition. Was ist der Unterschied, ob du ein Geschichtsbuch liest oder irgendeinen Roman liest, einen Mittelalterroman? Du machst aus Worten Vorstellungen. Genau. Der Unterschied besteht darin, dass wenn das, du glaubst, dass du sagst, das ist ein Geschichtsbuch, dann meinst du das, was du jetzt aus den Worten für Vorstellungen in einem ständigen Wechsel generierst, dass das in der Vergangenheit so war. Und wenn es ein Märchenbuch oder ein fiktiver Roman ist, dann war es eben nicht da außen, dann ist es ja bloß eine Fantasiegeschichte. Genau. Es ist eine Frage deiner Definition, wie alles eine Frage deiner Definition ist. Aber wir machen jetzt mal ganz normal von Brösel zu Brösel, der Jesus blitzt, der Hubi wieder mal spazieren geht, das war die Phase, wo du oder sehr, sehr viel spazieren gegangen ist, und dann sind wir spazieren gegangen und dann haben wir danach entschlossen, uns entschlossen, dass wir noch ein Weizen trinken. Und dann kommen wir vor die Andreaskirche hin und dann wollte der Hubi unbedingt einmal die Andreaskirche sehen. Und was ist dann passiert? Wir gehen, die Andreaskirche ist offen, weil wir ein ganz spezielles Bild, das Abendmahlbild in der Waisenburger Kirche anschauen wollten, in der Andreaskirche in Waisenburg. Und wir machen die Tür auf von der Kirche, ganz normal unterm Dach, da kann man reingehen und das anschauen für die Touristen. Und der Hubi tut den ersten Fuß, wo in die Kirche im ersten Fuß rein tut. Was ist dann passiert, Hubi? Unglaublich, es ging sofort, ein tösendes Orgelspiel ging los, wunderbar. Genauso lange, wie wir in der Kirche waren. Wir konnten uns in der Kirche kaum unterhalten. Weil wir gehen raus, wir schauen uns das Bild an, die Orgel hat richtig gespielt. Das war schon, er hat den Fuß rein in die Kirche und es ist wie, wenn du eine Aufnahme einschaltest. Ohne Witz, und wir gehen aus der Kirche raus und er tut den letzten Fuß aus der Kirche raus, puff, und die Orgel war wieder still. Wow. Und was war dann? Der Udo hat den Hubi angelächelt und hat gesagt, ich habe da so meine Möglichkeiten. Geil. Und dann war er sprachlos, der Hubi. Durchaus und durchaus. Das sind war so persönliche Wunder. Stimmt oder stimmt? Absolut. Und jetzt, und dann haben wir dann auch was, ein kleines, das allererste Wunder, das war damals in der Bibliothek, weißt du das noch? Bei Bernus, von Bernus in der Bibliothek. Ich suche seit Wochen ein bestimmtes Buch. Dann lade ich den Udo mal in die Bibliothek ein, das war eine der größten Privatbibliotheken seiner Zeit, philosophischer und so Natur, ja, Heilarten, Naturheilarten und so. Und ich suche das Buch ewig lang. Udo kommt in die Bibliothek, tut an den Büchern umeinander, zieht irgendwas raus und plötzlich stürzt ein Buch auf den Boden. Und das war genau das, was ich schon seit Urzeiten suche. Das war irgendwas von Johannes von Jerusalem, das weiß ich noch. Und ich sage, du kommst rein, 5 Minuten, dann macht's Buff und dann liegt's vor mir. Das war so das allererste Wunder. Ich glaube, das sind meine Möglichkeiten. Mega. Das heißt, wenn du anfängst, dir selbst zu vertrauen, deinen tiefsten inneren Selbst, werde ich dir immer mehr entgegenkommen mit kleinen Beweisen, man muss bloß wachsam sein. Aha. Das ist in der Physik, in allem drum und dran. Darum sage ich, das Leben ist was Intimes. Und wir schauen uns jetzt einmal hier, wir bleiben in dem Kontext Waisenburg, in den Intimen, in Time, wenn wir das Englisch lesen, wie ich immer so schön sage, das Englische, und bloß das Wort Waisenburg, wenn wir uns anschauen, ist Geheimnis liegt ja in den Worten. In einer Auslegung von Worten, da springen wir jetzt ganz, ganz kurz nochmal rein. Und laufen lassen. Wir schauen uns jetzt hier ganz einfach mal hier Waisenburg.
Da brauchen wir als allererstes, nehmen wir jetzt einmal hier, deutsche Wörter, welche hebräische Wörter heißen eigentlich unter anderem Burg? Weil das sind jetzt da mehrere. Das wäre jetzt als Rückübersetzung der Palast, das Schloss, da ist auch die Burg, das ist hier nur Rückübersetzung, das ist immer das klassische Itzhak-Luria-Akademie. Interessant ist auch das Hohe Haus, das ist HWH, Haus von HWH. Man kann dann immer die Einzelteile schauen, das ist ein Diminutiv hinten dran, eine Verkleinerungsform, aber was jetzt mal interessant ist, ist für uns ist dieser Begriff, die Burg, die Hauptstadt, da haben wir unseren UB, siehst du es? Jawohl. Das ist die Burg, die Hauptstadt. Der Palast, dieses Ball mit 70 geschrieben, ist der Boy, das Tun, das Machen, das Handeln, der Regierungssitz. Wenn du es jetzt anschaust, beginnt mit Bi, das heißt auf Hebräisch in mir, ist eine rationale Wahrnehmung. Die Hauptstädte. Das kommt übrigens als Burg übersetzt in Esther vor, an mehreren Stellen, müsste man uns jetzt einmal das im Buch Esther anschauen, und zwar in Bezug auf Susan. Ich will da nicht so ausholen, das ist alleine schon schwach. Wenn wir das anschauen, die Nichtigkeit, da steckt so viel mit drin, die Ebene, Wasserfläche und so weiter und so weiter. Was mir wichtig ist, dass das auch Bier heißt. In mir auch. Okay? Bier heißt in mir erweckt, wenn wir das hebräisieren. In mir erwacht. Und jetzt ist es also so, dass im Hebräischen, in der klassischen Hebräischen, das machen wir jetzt einmal, im klassischen Hebräisch setzt man, da muss ich jetzt dran gehen, immer die Adjektive hinten dran. Das heißt, wenn ich jetzt die weiße Burg schreiben will, dann muss ich zuerst das Wort Bira, das Wort Burg und dann das Wort Weiß dahinter setzen. Das ist Leben. Da steht jetzt natürlich nichts drin, weil ich das zusammengeschrieben habe. Das gibt es halt nicht als Wörterbucheintrag. Und wir machen jetzt ganz einfach mal Folgendes. Wir geben das einmal hier. Das wäre jetzt dieser weiße Palast mit dem ersten Begriff. Den machen wir jetzt mal weg. Und jetzt, dass ich das auf Hebräisch hier leichter eingebe, habe ich jetzt das übertragen bloß. Das heißt jetzt die weiße Burg. Dort ist aber Bier, hast du übersetzen, die den Begriff nicht als Burg. Das wäre jetzt praktisch Weißenburg. Die weiße Burg, übersetzen die das hier bloß in dem Übersetzer bloß mit Bier. Schau, das heißt ja auch Bier, Burg, Palast. Genau. Und der weiße Burg, die weiße Burg ist da die Adjektive im Hebräischen hin dran gestellt worden, wäre jetzt das praktisch das Leben, ist es die weiße Burg, ist es Weißbier. Das Weiß ist aber wieder das Weib in mir erwacht. Genau. Das heißt, die Welt erwacht in mir. Insider nenne ich ja Weißenburg immer Weizenburg. Und das ist das hebräische Wort für Weißbier, für Weizen. Jetzt können wir natürlich im Hebräischen dann in den Weizen reingehen. Das ist diese Vielfalt, die du kriegst mit der Sprache. Und das hat ja alles an Sinn, jede Kleinigkeit. Das ist immer wieder, wenn ich sage, das Intime. T-I-M-H. Dann kriegst du die Überraschungen und die Wunder. Du musst dich aber darauf einlassen, im siebten Tag. Und du lebst im siebten Tag. Wir sind in einer Endzeit und du bist hier ein Auserwählter. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und du bist nicht der, der vom Computer sitzt. Genau. Das heißt, du bist in deinem Traum das Mächtigste, was es überhaupt gibt, weil du dir ja deinen Traum selbst ausdenkst. Aber du stehst unter der Fucht der Logik, die du zum Denken benutzt. Dein Schwamminhalt. Meine einfache Computermetapher und das Allerschöne am Holo-Feeling ist, dass du jetzt erst einmal nichts machen musst. Du musst einfach nur deine Rolle weiterspielen. Das ist jetzt die Geschichte, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben, wieder normal gesprochen. Dass da wieder was bei mir passiert, jetzt was Elementares im Beruf. Das kommt, man muss einfach Geduld haben. Ja. Und mit davon laufen, das geht nicht, wenn du was hinschmeißt. Du musst dich immer wieder fragen, warum mache ich das, was ich jetzt mache? Und sobald deine Antwort ist, weil ich das nicht mehr haben will, rate ich normalerweise, mache es weiter, weil du wirst feststellen, du kriegst in kürzester Zeit wieder Ärger. So ist es. Ja. Das ist ein Riesenunterschied, ob du was hinschmeißt, weil du sagst, das bin ich nicht mehr. Und dann gehst du ins Ungewisse. Das geht nur mit Vertrauen auf Gott.
Es sind auch, wenn ich jetzt hier die mit der klassischen Vatersprache, wenn ich zum Beispiel, wenn der Zirkelschluss, das ist jetzt eine ganz, ganz große Erkenntnis. Ich mache nur das Wort Zirkelschluss, da bin ich so oft drauf eingegangen, das ist meine kybernetische Schleife. Das erste große Problem, ich muss da nochmal ganz kurz zurückschalten. Pass auf, ich mache, dass du mich siehst, und dann kann man den Effenden nochmal anschauen, dass dieses Auseinanderreißen von Plus und Minus, ich mache ja immer das Testament der Transversale, was wir hier nennen, die Vergangenheit und die Zukunft. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, da gibt es hunderte von Videos, wo ich das sage, alles, was du erlebst, ist jetzt, du kannst dir was in die Vergangenheit denken, du kannst dir was in die Zukunft denken, es ist hundertprozentig sicher, dass du das jetzt denkst, und jeder neu, ich wiederhole immer dieselben Sätze, jeder Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Ja. Es ist meine Gnade, die sich umformt. Es ist immer dieselbe Gnade, eine ganz einfache Metapher. Es ist immer dieselbe Computer, es sind immer dieselben Lämpchen auf dem Monitor. Die verändern nur ihre Unterschiede, ihre Farben und hätte ich nicht einmal die Farbunterschiede, weil Rot ist Rot, Grün ist Grün und Blau ist Blau. Es ist nur die Intensität, wird digital in einem digitalen Raster angesteuert und dann siehst du halt plötzlich eine Bewegung, obwohl sich nichts bewegt. Ja. Es bewegt sich auf dem Bildschirm nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle. Es wird was in Bewegung gesetzt. Die Sprache ist unendlich präzise. Ob das das Wort Mathematik ist, das habe ich übrigens auch so schön erklärt, das mache ich jetzt vorstellungsmäßig. Du weißt ja, wenn wir Weizen, wir sind ja beim Weizen, wenn ich ja Weizen einschenke, dann tut man ja als großer Kenner so ein Stück, bevor Schluss ist, nimmt man das Glas, ich habe jetzt keins da, aber du kannst das vorstellen, dann dreht man das zwischen die Hand. Das habe ich jetzt gedacht in einer Geschichte. Ich bin eingeladen, dann schenke ich meinen Weizen ein. Dann habe ich dort erst einmal gezeigt, ein richtiges Weizen muss ja so eine Schaumkrone dann oben drauf haben. Schau eben. Und dann drehe ich das Weizen so, um die Hefe unten zu lösen. Und dann sage ich, das, was ich jetzt mache, da können wir übrigens reinspringen, das ersparen wir uns, aber ich sage dir ganz einfach, in der Sanskrit-Umschrift, wir springen in Sanskrit, das, was ich jetzt mache, nennt sich auf Sanskrit Mathe. Schreibt sich, wenn du in Böhling ins Wörterbuch Sanskrit-Deutsch reingehst, das schreibt sich M-A-T-H-E, Mathe. Das ist genau das, was ich mache. Im Böhling steht da zuerst einmal Quirl. Quirl. Ein Quirl. Ja. Das macht man mit dem Weizen. Aber was hat jetzt das mit Jesus zu tun? Exakt das Wort Mathe im Sanskrit ist im Altgriechischen das Wort Christus. Was hat es mit dem Quirl zu tun? Und jetzt pass auf, wie sich die Sprache verschliffen hat. Eigentlich heißt es hier, Quirlen heißt treiben und in der Sanskrit-Ursprache heißt es mit einem Holz. Durch Drehen eines Holzstückes Feuer anfachen. Und dann entsteht Reibung. Und Reiben ist ja der Spiegelsohn. Ja. Der Sohn im Spiegel. Rei, unser Rai ist der Kopf des Schöpfergottes und in dem entsteht eine polare Existenz. Wir können das auch so rum machen. Das Quirlen. Okay? Und das wurde dann übertragenerweise mit einer Salbe einreiben. Da wurde jetzt das Bewusstsein Gottes als Tunwort heißt es dann Salben. Da kommt der Gesalbte her, der Christus. Aber ursprünglich stammt dieses Wort von das Bewusstsein Gottes, es all, wird zu einer polaren Existenz. Salben, das nennt man auch mit einer Salbe reiben. Im Kopf des Schöpfergottes ist eine polare Existenz und die dreht sich ständig und das mache ich mit dem Weizenglas. Wir sind im Weizen, du kommst aus dem Kontext nicht raus. Wer macht diese Sprünge? Das ist aber das Mathe, ist das gelernte Wissen. Im Griechischen. Das führt uns wieder zu den Mathematikern, Mathematik, tausendfach erklärt. Das hat nichts mit Rechnen zu tun. Das sind lauter solche Stellen, das ist wie mit unserer Sympathie. Es ist ein Gesamtkontext, ein Gesamtzusammenhang zwischen Physik, zwischen Mathematik, zwischen den Sprachen und den Religionen, die du dir ausdenkst, gibt es einen verbindenden Parameter. Das bist du selbst. Wieso ich, sagen jetzt die normalen Menschen. Ja, du denkst dir es doch aus.
Was ist das verbindende Parameter? Mein Standardform tausendfach erzählt. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Den Geist, der sich diese Dinge hier und jetzt denkt. Ja. Die aus ihm selbst kommen. Das ist so die Creatio ex nihilo, die Auswahl aus dem Nichts des Alles ist. Und das Nichts und das Alles ist jetzt ein Problem. Wenn wir jetzt mal zuerst diese klassische Entstehung uns in die Vergangenheit denken, dieser Urknall, da gibt es ein schönes Video von meinem Harry Lesch, der hier philosophiert über das Nichts, der dir dann ganz, ich suche jetzt das nicht her, der hier zuerst einmal ganz vornherein sagt, das vor dem Urknall kann nicht ganz nichts gewesen sein. Bist du noch dran, Hubi? Es war beim Eingrund. Es kann ein bisschen ganz grad, nichts aber gewesen geht sein, weil aus nichts kann ja nichts kommen. Also muss ja irgendwas da sein. Ja, was er nicht versteht, ist sein Energiebegriff in der Einstein-Formel. Diese Energie, die nicht vermehrt werden kann, weil sie praktisch alles ist und unendlich viel, und die nicht vernichtet werden kann, weil sie nichts gleichzeitig ist. Wir Althebräer nennen das Al-La. Ja. Die Spiegelung. Implosion, Explosion. Rein jetzt einmal abstrakt, ohne dass wir uns da Gegenstände denken, die implodieren. Einen Punkt, in dem sich alles befindet, einen idealen Punkt, ein dimensionsloses Nichts. Und die Schizophrenie beginnt halt, dass aus dem alles entspringt. Aber nicht in der Vergangenheit, weil in der Vergangenheit nichts war, sondern wir müssen es in die Transversale drehen. Das heißt, wenn in dir was auftaucht, wir haben immer wieder dieses Still, in dir taucht was auf oder dir fällt was ein. Es hängt davon ab, ob wir jetzt die Quelle allen Seins in den Himmel hochsetzen und Gott nennen oder wir nennen das Hebräisch El Hayom. Die sind ja noch zerrissener, die reden zwar von El Hayom, Gott im Meer, meinen aber dann, der ist im Himmel. So denken wir uns das jetzt zumindest. Und ich sage, die Quellen allen Seins ist, wo hier das erste Reiben entspringt. Und jetzt ist es also so, dass dir klar sein sollte, alles, was ich erkläre, jetzt als Lautsprecher, Brösel Udo, kann ich nur erklären, weil du das jetzt träumst. Das heißt, um mit dir in Kommunikation zu treten, die eigentlich schon immer besteht, die Kommunion des Zusammenseins, muss ich in dir auftauchen. Darum sage ich, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Du bist ein träumender Geist. Nicht irgendwo da außen. Darum ist, es steht und fällt alles mit dem ersten und zweiten Gebot. Du bist ein Gotteskind. Das, was mich jetzt hört, ist kein trockennasenhaften Gehirn und keine Ohren. Weißt du, das sind so Sätze, wenn ich sage, erstens einmal haben deine Ohren jetzt die ganze Zeit existiert, hat dein Gehirn existiert. Selbst wenn du jetzt an deine Ohren denkst, das ist wie wenn du an Mikrofone denkst. Das sind diese ganz einfachen Sätze. Du solltest dich irgendwann nochmal fragen, was in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst. Wenn ich dir doch Schritt für Schritt genau erkläre, was jetzt da ist, was du wahrnimmst, jetzt hörst du einen Lautsprecher zu, den du übrigens auch nicht siehst, der auch nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Ja, da sind ja Geräusche da, die müssen ja irgendwo herkommen. Logisch. Das ist alles unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Die kommen aus dem Nichts und die gehen in das Alles, das Nichts ist. Das heißt, in dem Moment, wo du einen neuen Gedanken denkst, wird im selben Moment der bestehende Gedanke zerstört. Und in dem Moment, wo du jetzt an deinen Kopf denkst und den Kopf drehst um 90 Grad, mach das, wird das bestehende Bild auf deiner Farbbrille zerstört, wenn ich jetzt sage, das ist eine Farbbrille. Ja. Sofort überprüfbar. Ja. Der Bruch des zweiten Gebotes ist, dass du meinst, dass die Information, die du wahrnimmst, die an ständigen Wechsel unterliegt, dass das Zeug auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Das ist deine vollkommene Entgeistigung. Da brauchst du übrigens jetzt kein Wissen, um das zu verstehen. Du musst selbst rotes Bewusstsein sein, dass du mir folgen kannst. Ein Gedanke von uns wird es niemals verstehen, egal ob du jetzt einen Menschen, blau, in Anführungszeichen, an einen Trockennasenaffen denkst, bei eigener Definition, oder ob du an dein eigenes Gehirn denkst, das spielt keine Rolle. Was Existierendes wird niemals verstehen, was ewiges Dasein bedeutet. Ja. Und du bist ewig. Das sind Sätze, so ganz einfache Sätze. Ich frage dich, Geist, jetzt, der du dir dieses Video ausdenkst, dich selbst ausdenkst und alles andere, egal was du denkst, es ist, weil du es denkst. Dasselbe gilt natürlich auch für alle sinnlich wahrgenommenen Informationen von dir.
Die werden genauso von dir erschaffen. Wann hast du zum Denken angefangen? Und die Antwort ist ganz simpel. Es ist eigentlich eine Gegenfrage. Was ist das für eine dumme Frage? Ich kann da bloß jetzt denken. Und was passiert, wenn du denkst, du tauschst ständig deine Informationen aus, du formst die um. Das symbolisiere ich mit 200 Gramm Optik-Niere. Genau, ja. Das ganze Spiel ist ohne Anfang und Ende. Und jetzt ist es, wenn du das chronologisch, unbewusst chronologisch denkst, erstes, zweites Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Und das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde oder in den Wassern, im Wasser selbst. Ich sage, die Gedankenwellen, wir müssen uns erst einmal ein Meer ausdenken und ein Überhalb, ein Unterhalb und ein Überhalb. Ich nenne das lieber ein Innerhalb und ein Außerhalb. Und das, was wir das Meer nennen, ist die Nulllinie. Wo wir dann aber schon wieder was aufspannen, das ist eigentlich nur ein Punkt in der Transversal. Aber da bin ich überreichlich drauf eingegangen, das ist jetzt gar nicht das Thema. Und es ist simpel, wenn du anfängst, dich selber zu tun. Das ist immer wieder die große Sache, beobachte dich selbst, was in dir auftaucht. Du hast Reizauslöser und dann reagierst du auf die Reizauslöser. Genau. Damit formst du automatisch deine Informationen um. Mein Klingelingeling-Beispiel, viele, viele kleine Beispiele. Ja. Du sollst dich da nicht einmischen, das ist die große Kunst. Solange du dich einmischst, gibt es Probleme. Das wirst du dann als Beobachter, der sich nicht mehr einmischt, wirst du das erkennen, dass wenn du zum Beispiel leidest, wenn du dich schlecht fühlst, unwohl fühlst, es ist niemals ein Reizauslöserschutz, sondern eine zwanghafte Reaktion auf diesen Reizauslöser. Nichts anderes, wenn man ehrlich ist. Ja. Nichts was sehr, sehr trügerisch ist, ist zu meinen, man hätte irgendwas verstanden. Es ist so, vom Tisch irgendjemandem die Schuld zuzuweisen, sehr einfache Sätze, wenn du Geist, und du Geist bist der Einzige, der wo was empfinden kann, ich muss dich jetzt mit Geist ansprechen, dann sieht es so aus, wenn du dich psychisch oder physisch, körperlich oder psychisch unwohl fühlst, schlecht fühlst, wird dieser Zweite in dir, wird deine eigene Logik dir ständig erklären, wer oder was dran schuld ist, dass du dich schlecht fühlst. Und ich sage dir jetzt, das Problem ist genau der, der dir erklärt, wer dran schuld ist. Du musst sagen, ich nehme alle Schuld auf mich. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Und das Kreuz besteht darin, dass du wie ein Schauspieler einfach deine Rolle spielst. Es geht nicht, welchen Charakter du spielst. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um das Einverstandensein lernen. Vater, dein Wille geschehe. Und dann schau mal, mit wie vielen Sachen du nicht einverstanden bist. Du reagierst auf Kleinigkeiten. Absolute Kleinigkeiten und dir gar nicht bewusst ist, was ist eigentlich der Reizauslöser dafür. Wie du dich über Menschen ausdenkst, die du dir selber ausdenkst. Das ist ja das, wo ich immer sage, wie krank ist eigentlich einer, wenn du unbewusst bist, der sich jetzt Volldeppen ausdenkt, oder Politiker, Korrupte oder Demonstranten oder Rechte oder Linke und sich dann gnadenlos darüber auflegt. Du hängst so in deinen eigenen Sympathien von Einseitigkeiten, von Logik, die du geistig nachäffst, geistlos nachäffst, egal wer oder was du zurzeit zu sein glaubst. Die Boshaftigkeit der Menschen, wir sind in einer Endzeit, die können sich das nicht raussuchen, dass sie von uns so ausgedacht haben. Und jetzt kommt natürlich immer wieder dieses Vertrauen auf das, was du das offizielle Wissen und die Gescheiten der Welt nennst. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Du lebst jetzt in einer Welt, absolut, es ist ja immer alles wiederholt sich ja. Ich betone immer wieder, lest dem Prediger das Buch Kohle. Nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues. Es wiederholt sich immer und immer wieder. Du lebst zur Zeit in so einen Linksfaschismus ohne Ende. Es wiederholt sich komplett das Dritte Reich. Abartig, jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Du hast so eine Nachkriegsdogma-Erziehung. Holofeeling hat ja einen komplett anderen Ansatz. Da außen, wir halten das erste und das zweite Gebot. Da außen gibt es keine Welt mehr. Mhm. Welt, das Wort Welt, WLG, wissen wir, heißt Brandopfer, wenn wir reingehen. Tausendfach gezeigt, das ist ein polarer Rand und du musst von Augenblick zu Augenblick diesen BR, das Äußere, die Äußeren zeigen, ist immer wieder, musst du opfern für einen neuen Gedanken. Du musst auch ein Säugling zerstört werden, dass er Schuldchen hat. Da läuft nichts verkehrt, aber der das Leben durchlebt in diesen 3x3x3 Wachstumsstufen, bleibt immer derselbe Geist an dir selbst, an den, den ich das jetzt erzähle, verändert sich nichts, weil du ein absolutes Nichts bist wie ich.
Und dass, wenn ich jetzt erscheine, ich habe so unendlich viele Propheten, die in dir auftauchen, die letztendlich immer derselbe Geist sind. Du darfst niemals einen träumenden Geist mit einer Figur, die in dem träumenden Geist in Erscheinung tritt, verwechseln. Und den Geistesung, was ich nenne, ist immer derselbe Geist, es ist nur ein anderes Programm. Und jetzt immer sagen, es ist immer derselbe Computer, bloß es läuft halt ein anderer Intellekt. Und so wie ich im Arbeitsspeicher an das Programm habe, tauchen andere Bilder auf. In der Metapher erlebt aber der Computer das jetzt, der wäre jetzt der Geist, in dem sich das abspielt und du brauchst, um Bilder zu machen, brauchst du für deine Divisionen, die Öffnung deines Intellekts, die ihr erzeugt Visionen, brauchst du ein Programm, brauchst du ein Regelsystem. Und jetzt ist es also so, dass wenn ich jetzt einmal bewusst raumzeitlich denke, um das, diese Wiederholungen zu zeigen, mir fällt jetzt spontan Xavier Nadu an, das neue Lied Heimat. Da hat ein neues Lied rausgebracht, das heißt Heimat. Und wenn du das jetzt eingibst, Xavier Nadu Heimat, hast du zuerst einmal die offiziellen Medien wieder, das ist dieser Linksfaschismus, das ist vor nicht allzu langer Zeit, wenn du in der Ewigkeit denkst, ist das, was du Nationalsozialisten genannt hast, das ist übrigens auch kein negatives Wort ist, das komme ich gleich nochmal drauf, obwohl ich es tausendfach erzählt habe, wird es voll in die rechte Schiene reingesetzt, wenn du das Lied jetzt anhörst, dir den Text, wenn wir das jetzt mit Holofeeling, die wird er ganzheitlich ansehen, da ist überhaupt keine Hetze drin, schon das Wort Heimat beginnt mit Haim, Heim, Heim, El Hayom ist Gott. Stimmt oder stimmt? Das ist UB 86 Al Haim oder El Haim ausgesprochen, H-I-M, diese Konsonante, hebräische Konsonante Radix, ist Heimat. Und das Ad ist dann das Spalten, das Aufwerfen im Acker. Ach genau, das Spaten. Dann ist es auch ein Spaten, das Ack. Eck. Ad, Entschuldigung, Heimat, bei Ad, ich bin bei Ad, nicht bei Ack. Dieses Ad, das ist immer wieder, wenn du das Feld hast mit dem Spaten, beginnt schon mit SB, das ist das raumzeitliche Wissen und das macht jetzt die Gedanken, wenn auf dem Acker ist, dass wenn der Pflug kommt, die Lügen kommen, schmeißt du hier das auf. Ja. Das sind alle symbolische Bilder, die über die Sprache Arithmetik aus einem Computerprogramm generiert werden. Das ist Holofeeling-Werk, kannst du 25.000 Seiten nachlesen, wie das funktioniert. Muss man aber alles nicht wissen, wir sind ja Kinder in einer Märchengeschichte und das Erste, was ich jetzt sage, wenn ich dir nur diesen Text zeige, ohne irgendeinen Kontext, und jetzt wird geschrien, das hat sich verboten, da sind jetzt die Ersten schon, die ersten Linksfaschisten, die sagen, so wie das hat sich verboten, dann müssen es die deutsche Nationalhymne genauso verbieten, weil da genauso viel oder genauso wenig Boshaftigkeit drin ist, wie in dem Lied Heimat. Du wirst messen, die Masse, und jetzt sind wir in einer Zeit, wenn du definitiv, und ich kann jetzt nur in raumzeitlichen Beispielen sein, wenn du jetzt als Mensch in der Rolle irgendwie mit der Öffentlichkeit zu tun hast, dass du ein Künstler bist. Du kannst es dir nicht mehr erlauben, in irgendeiner Form gegen die Mainstream-Meinung irgendwas zu sagen, ob das du dann Querdenker nennst. Du wirst komplett in deiner Substanz zerstört von den Massenmedien. Das ist so. Ich mache ein kleines Beispiel jetzt hier. Jan Delay, ein Hamburger Sängerjunge, der hat viele Sachen, Lieder gemacht mit Udo Lindenberg, auch mit Xavier Nadu, feste Kumpel. Das ist immer wieder dasselbe Spiel. Und er hat jetzt während der Corona-Pause, raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte, wie ich das nenne, hat er ein neues Album aufgenommen, das wurde vorige Woche oder vor 14 Tagen veröffentlicht. Und dann wurde er gefragt, du hast da mit Xavier Nadu schon zusammengearbeitet? Und das waren feste Kumpel und er weiß ganz genau, er hat dann nur gesagt, ja, der fängt jetzt zum Spinner an, die Aluhutträger und so weiter, da hat er nichts damit zu tun. Wenn er das nicht sagt, kann er seine Platte einstopfen, er wird komplett vernichtet von der Presse. Genau. Ja. Das ist das, was ist. Alles in der Form von Scheinheiligkeit. Und das sind ja immer nur die Spiegelbilder. Ich habe das so oft erklärt, es wiederholt sich. Das ist wie, wir tauschen nur die Polaritäten um das Gut und Böse um. Ob ich jetzt schreie Ausländer raus oder Ausländer rein? Es ist die an der Macht sind und jetzt kommt, was Vergangenheit anbelangt, du kannst in deinen Märchenbüchern, wie ich das nenne, muss dir eins klar sein. Und ich rede jetzt wirklich, wenn du in deine geistigen Archive ins Internet gehst und du schaust dir mal rein Zeitgeschichte an, die für dich letzten Endes nur aus hier und jetzt ständig wechselnden Bildern besteht, die du ganz extrem subjektiv geprägt aus den Wörtern, die du liest, wenn du jetzt Zeitgeschichte hast, du jetzt erst einmal nur Wörter vor dir in Geschichtsbüchern.
Und wie du einseitig die Wörter auch legst, ich bin gerade schon darauf eingegangen mit der Sympathie. Bring mir doch irgendeinen einzigen, der weiß, was das Wort Sympathie bedeutet. Es heißt mitleiden. Du leidest an irgendetwas, wenn du mit was sympathisierst. Das ist nichts Positives. Ist das nicht, wenn du mal ganz ehrlich in dich reinschaust, hast du das Wort, ich sympathisiere mit dem oder dem oder mit dem Glauben oder dem Glauben, hast du das eigentlich nicht positiv dargestellt? Oder wie oft habe ich erklärt, das Wort, was bedeutet Mathematik? Es heißt schlichtweg, wortwörtlich übersetzt, hat es nichts mit Rechnen zu tun. Es heißt, das Gelernte, ich nenne das lieber das einprogrammierte Wissen von geistlosen Dummköpfen, von Schwätzern. Mhm. Mathematikos. Das Wissen von Schwätzern, das ist Mathematik. Was bedeutet Fakten? Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das, was ich dir erzähle, wenn du meine Gedanken hier mitgehst, sind Fakten. Und ich sage, es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Und sobald du was denkst, existiert es hier und jetzt in dir als Information, weil du das denkst. Und es kommt nicht von außen, sondern aus dir. Und jetzt diese Gedanken verstreust du jetzt unbewusst um dich herum in Raum und Zeit. Zum Beispiel können jetzt mit Worten, du kannst dir jetzt Kängurus nach Australien denken. Wo sind die jetzt? Wo waren die, bevor ich die Worte ausgesprochen habe? Du kannst dir Neandertaler in die Steinzeit denken oder einen Jesus. Wo ist der jetzt? Der ist jetzt, weil du ihn denkst. Und das wiederum kannst du nur, wenn du ein Computer bist, wenn das auf deinem Arbeitsspeicher ist. Okay. Was nicht in deinem Arbeitsspeicher ist, kannst du auch keine Bilder draus machen. Stimmt oder stimmt? Ja. Du kannst dir einen Alphatom nach Paris denken. Der existiert aber erst, wenn du ihn denkst, und er ist hier und jetzt und er wird genauso sein, wie du in dir denkst. Das gilt auch für jeden Menschen, den du dir denkst. Das gilt für das heliozentrische Weltbild. Das ist ja die Ursache in deinen Geschichtsbüchern, wo wir uns jetzt denken, dass die vor so und so vielen 100 Jahren gedacht haben, dass die Welt eine Scheibe ist, die Depp. Weiß doch jedes Kind, dass die Welt eine Kugel ist. Wieso weiß das jedes Kind? Weil man es ihm erzählt hat. Es weiß doch jedes Kind, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht. Und die wiederum aus H2O. Warum? Weil man es ihnen erzählt hat. Und es weiß auch jedes Kind, zumindest jedes Christenkind, dass der Jesus gekreuzigt wurde. Da werden jetzt aber die Moslemkinder schon ganz groß Einspruch sagen, nein, der wurde nicht gekreuzigt. Warum? Weil man ihnen das erzählt und den anderen haben wir das erzählt. Und die, die dir das erzählen, die babbern doch alle bloß nach. Bla, 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 bla. Und dann, wenn ich immer wieder höre, hier seriöse Quellen, man muss das überprüfen. Ja. Und der Jauch hat gesagt, man kann doch nicht einfach aus dem Internet irgendeine Scheiße nachplappern, man muss das überprüfen. Meinst du, dass er das überprüft hat, was man ihm erzählt hat? Wenn du diesen Charakter hast, meinst du, irgendein Nachrichtensprecher überprüft es, was von Reuters kommt? Sichere Quelle. Sichere Quelle, die Wissenschaftler. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo die Menschen morgen drüber lächeln. Und jetzt kommen wir in deiner Programmierung, dass ein ehernes Gesetz, und jetzt müssen wir raumzeitlich Geschichte denken, dass zu allen Zeiten, die wir uns jetzt ausdenken, das ist ja immer nur hier und jetzt, weil wir es denken, wenn wir es nicht denken, ist es in der heiligen Einheit der Datei. Ja. Ist es so, dass wenn Grieche waren, immer in jedem einzelnen Krieg der Gewinner zuerst einmal richtig gestellt hat, wer an dem Krieg schuld war, was die Ursache für den Krieg war, wer die Bösen sind und was in der Vergangenheit wirklich passiert ist. Das bestimmt immer der Gewinner eines Krieges seit Menschengedenken. Der Mensch, der rote Mensch, der Adam, denkt immer hier und jetzt. Und wenn man dir was anderes erzählt hätte, würdest du dir eine andere Vergangenheit ausdenken. Wenn man dir erzählt hätte, dir Geist, ich rede immer nur mit Geist, dass du kein sterbliches Säugetier bist, dass du nicht in der Vergangenheit von einem Affenweibchen geboren wurdest, bei eigener wissenschaftlicher Definition, Primat, der Mensch gehört zur Gattung der Primaten, genau genommen zur Gattung der Trockennasenaffen. Wie unendlich geistlos ist das eigentlich? Dass ich immer wieder sage, es ist ein leichtes, wenn du Geist, Bewusstsein bist, dir klar zu machen, dass das alles überhaupt nicht stimmen kann. Jetzt, wenn ich natürlich immer darauf hinweise, wo ich sage, deine Physikbücher stimmen alle und sie sind Seite für Seite so gnadenlos voller Fehler,
widerspreche ich mir nicht, sondern ich muss das nacheinander abhandeln, was stimmt und was eigentlich der Fehler ist. Jetzt sind wir wieder bei der Sympathie beim Fehlerhaften. In der Vollkommenheit. Kann ich es überprüfen oder das ist die ganzen Axiome, wo ich sage, und die Dogmen in der Religion genauso wie in der Politik. Und du musst der Erste sein, der das für sich erkennt und es gibt auch keine Möglichkeit, dass du das irgendeinen Gedanken von dir erzählst. Ja. Das ist was Intimes. Holofeeling ist was ganz was Intimes. Ich lasse dich nicht sterben, sondern ich lasse dich wach werden, wenn du das verstanden hast. Aber du spielst zuerst einmal deine Rolle weiter, ganz normal. Was die erste Veränderung ist, dass du zu einem absolut bewussten Beobachter, du musst dich so wach halten, dass dir jeden Moment, du bist der Geist, der diesen Traum erlebt, dass du dich beobachtest, was du als Brösel jetzt machst und was deine Logik, deine Brösel-Logik, die kannst du ja beobachten, wie du reagierst. Ja. Und dann wird dir bewusst, mit ganz simplen, hundertprozentig sicher von jedem, sage ich jetzt 13-jährigen überprüfbaren Beweisen, dass du als erstes akzeptieren musst, dass du nicht im Geringsten dir raussuchen kannst, was du träumst. Ja, ist so. Was du denkst und wie du reagierst. Das ist ja der Wahn. Du kennst mich ja überhaupt nicht bei jungen Leuten. Du weißt ja gar nicht, was ich alles weiß, was ich, was ich alles verstanden habe. Und ich spreche jetzt nur an, ohne ins Detail zu gehen. Da gibt es drei kleine Beweise. Das erste Beweis ist, meine Speisekartenbeispiel, wo ich dir erkläre, dass du nicht derjenige bist. Bist du noch dran, Hubi, ist Erwin eingefroren? Ja. Dass du nicht derjenige bist. Ich bin am Start. Dass du nicht derjenige bist, wenn du jetzt als Brösel in deinen Traum in ein Lokal gehst, du suchst dir in keinster Weise raus, was du zum Essen bestellst. Das kann man, wenn man sich beobachtet, da habe ich zigfach erklärt, wenn du der Geist bist, der das beobachtet, wirst du feststellen, dass du keinen Einfluss drauf hast. Das hängt mit den Gefühlen zusammen, wenn du jetzt Worte liest, Schnitzel, Salat, dass du immer noch Zuneigung oder Ablehnung hast für gewisse Gerichte und du wirst dir das Gericht bestellen, wo du am meisten Zuneigung hast. Das kannst du dir aber nicht raussuchen. Du musst dich jeden Moment überraschen lassen. Zweites Beispiel, diese Lücken, die du ausrastest, wenn du einen Roman liest, einen spannenden Roman liest, dass du wirklich immer in dem Wahn lebst, dass Sachen, die du jetzt dir denkst, dass die auch dann existieren, wenn du sie nicht mehr denkst. Mhm. Das gilt sogar für deinen eigenen Körper. Das heißt, alles Existierende wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Ich kann nichts wieder und ich rede jetzt nicht mit dem Hubi, den du dir ausdenkst. Ich rede mit dem, der mich sprechen hört und du glaubst jetzt, wenn du an dich denkst, an deinen Körper denkst, dass der auch dann da ist, hast du jetzt die ganze Zeit an deinen Körper gedacht. Ich reduziere mal den Körper, ich sage jetzt wieder, denke mal an deine zwei Hände. Und jetzt heb die hoch und schieb die auf deine Verabredung. Mach das einmal, nochmal. Für den Brösel. Einfach vor dich hin, halt nicht so weit, ganz weit, 30 cm, mach Faust, Aufband, das, was ich so oft gesagt habe, mache Hände. So, wo kommen die her, wo waren die Finger? Hast du dir das jetzt rausgesucht, dass du das machst? Nein. Kannst du deinen Händen erklären, dass du jenige bist, dass du die jetzt ausgedacht hast, dass du die erschaffen hast? Das klingt unglaublich, aber das ist das, was ist. Willst du, hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass nicht nur du derjenige bist, der sie jetzt in dem Moment sinnlich wahrgenommen, real, ich sage auf deiner Verabrede, in einer gewissen Entfernung vor dir illusionär erschaffen hat und dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Willst du das den Händen erklären? Soll ich jetzt den Deppen, der jetzt vor dem Computer sitzt, wenn du an dich selber denkst, erklären, dass ich ihn erschaffe, aber nur mit Hilfe von dir? Weil wenn ich sage, denk an deine Hände, brauche ich ja dich. Wenn ich einen Brief schreibe, brauche ich einen Kugelschreiber. Der Schreibstift Gottes. Der Kugelschreiber kann sich aber nicht raussuchen, was er schreibt. Ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Aber alles, was geträumt wird, ist immer nur in dem Moment, wo es gedacht wird und es ist genauso, wie es gedacht wird. Und jetzt haben wir diese Hierarchie, die ich vor einem Vierteljahrhundert schon erklärt habe. Was an dem, der sich das ausdenkt, nichts verändert. Und das dritte Beispiel ist immer, wenn ich sage, jetzt ganz normal wieder gesprochen, setz dich hin, mach die Augen zu und dann denk an 30 Gegenstände und stell dir rein gedanklich den Gegenstand für 2-3 Sekunden vor. Und beobachte, ich will ja, dass du der wirst, der das beobachtet, wenn du das magst. Und dann wirst du feststellen, dass du dir gar nichts raussuchst.
Du musst von Gegenstand zu Gegenstand förmlich warten, was als nächstes in dir für Gedanke auftaucht. Mhm. Das ist immer zuerst einmal das Wort. Mhm. Eiffelturm, Apfel, Auto. Und dann denkst du dir das aus. Es taucht fast ein Wort in dir auf, das du mit einer Gedankenstimme denkst, und dann kannst du ganz grob, ganz kurz für 3 Sekunden eine bildliche Vorstellung machen. Genau. Und dann, was denkst du dir als nächstes? Suchst du dir das raus? Du musst überraschen lassen. Und jetzt ist es interessant, den du jetzt beobachtest, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, der wird sekundär, der löst sich sowieso auf, wenn du das Programm durchschaut hast. Das heißt, was hast du eigentlich Angst, dass du dich auflöst? Der reine Beobachter, von dem ich jetzt natürlich jetzt reden muss, ist ein absolutes Nichts. Und damit alles, das ist Allah, das ist Gott und du bist ein Gotteskind. Darum heißt es, mach dir kein Bild von Gott. Das heißt, mach dir kein Bild von dir selber. Und kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, da drunten oder von dem Wasser, von im Wasser. Ja. Das ist El Ayom, ist das Meer. Im Meer selber sind keine Wellen. Wir reden jetzt speziell von Gedankenwellen. Das sind natürlich ganz grobe Metaphern, die auf Basic angelegt sind. Dein Bild hockt immer ein bisschen, Tobi. Ja, aber es funktioniert. Es reißt nicht ab. Siehst du, jetzt ist schon wieder diese Äußerung, klingt immer wieder so, als wenn ich jetzt mit dem Hubi rede. Alles deine Interpretation. Du kannst, das sind viele Interpretationen laufen auf einer schwach unbewussten Ebene, die du dir zuerst ins Bewusstsein holen musst. Das heißt, darum sage ich, es ist so wichtig, dass du beobachtest, wie du funktionierst. Das erkläre ich Holofeeling. Das ist die Grundaussage, ich erkläre dir zuerst, was du bist. Du bist ein Schöpfer für die Welt, die du dir denkst, kann man ganz einfach sagen, ein träumender Geist. Und dann sage ich, der bist du natürlich nicht, weil das ja was Ausgedachtes ist. Alles Ausgedachtes ist ein Dasein-Müssen, sondern du bist der Geist, der sich jetzt nicht mehr mit einem sterblichen Säugetier verwechselt, sondern sagt, ich, wenn ich schon an etwas denken muss, wenn ich an mich selbst denke, dann denke ich mich nicht als sterbliches Säugetier, sondern als träumenden Geist. Dann ist nämlich alles, was ich erlebe, hier und jetzt. Und ich kann dann auch, jetzt kommt schon wieder das Wort sterben, da steckt das Wort erben, erweckte polare Existenz. Ja, ja. Von Augenblick zu Augenblick. Das sind die einfachen Sätze. Dadurch, wenn du, ich will jetzt noch nicht so arg jetzt ausholen in Sanskrit, das tibetanische Totenbuch. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben. SD, raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen. Du wirst von Augenblick zu Augenblick sterben und damit zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Wo bist du noch dran? Jetzt ist natürlich abgerissen. Jetzt nee, heißt, passt. Sind wir, hast du mich gehört? Sind wir wieder? Ja, ja, war immer präsent. Gut. Weil das Bild immer wieder hängt. Ich muss das, weil ich laber dann ins Leere, werde ich jetzt noch verstanden oder nicht verstanden von dem, den ich eigentlich erreichen will, den Hubi will ich sowieso nicht erreichen, sondern den, der die Aufnahme hört, wenn die Aufnahme abreißt, sind Verständigungsschwierigkeiten, die ja das Hauptproblem sind, weil die Menschen nicht zuhören und zu hören. Das sind die Filter, die du anschaltest. Und das ist jetzt, wo ich sage, der Unterschied, wo jetzt mit Holofeeling passiert, zuerst einmal oberflächlich betrachtet, ändert sich nichts. Ich habe das zigfach erzählt. Das Einzige, dass du jetzt jeden Moment weißt, jeder Moment, der in mir auftaucht, ist eine kleine Facette von mir selber. Das heißt, dein neuer Körper ist deine Traumwelt. Mhm. Da gehört alles dazu. Mhm. Und solange du irgendwas nicht haben willst, entheiligst du dich. Und solange du glaubst, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, was du jetzt denkst, dass du das nicht besitzt, das ist die Welt der Wünsche. Wieder ein neues Auto, ein neues Haus. Egal was, ich will gesund sein. Das ist immer wieder die Schwierigkeit. Es taucht eine Gedankenwelt auf. Ich sage, wie kannst du dir was wünschen? Du hast es, bevor du dir das ausgedacht hast, hast du es doch besessen. Ja. Du kriegst es wieder, wenn du es nicht mehr denkst, kriegst du es zurück. Wenn du der bist, der immer ist, wenn das bewusst ist. Und ich kann dann immer wieder dazu sagen, es gibt dann 16 Zeiten. Es geht mit dem Plus-Minus los und dann lassen wir es gut sein, eine kleine Sache mit Plus und Minus. Wir haben ja in unserem Einheitskreis einmal Plus-Plus und ein Minus-Minus und ein Plus-Minus und ein Minus-Plus. Mhm. Und jetzt ist es ganz einfach. Das wird zuerst einmal, wenn wir den Begriff Minus, okay, als Trennen nennen,
dann sieht es so aus, dass jeden Gedanken, den du denkst, der wird von dir abgedrängt, weil du denkst ihn dir ja aus und stellst ihn vor, auch wenn er immer hier und jetzt ist. Dann ist jeder von dir gedachte Gedanken ist genau genommen ein Minus, eine Abtrennung, die du vor dich hinstellst. Okay? Dann ist das Plus, das Kreuz, das heilige Ganze, aus dem alles entspringt. Gut? Ja. Jetzt ist es, aber ich kann das umdrehen. Ich kann jetzt Folgendes sagen, dass ich als das heilige Ganze ein Nichts definiere und wir sagen jetzt, das Nichts ist das Minus. Dann wird das Plus das, was du anfokussierst, wie in einem Fadenkreuz, das, was du dir ausdenkst, was jetzt etwas wird. Das nennen wir dann Plus in einer Form von Existenz, von Objekt. Das ist wie, ich fokussiere jetzt irgendeinen Gedanken an, der taucht in mir auf und dann ist es ein Plus, das ist etwas, was ich besitze in einer Form von Haben. Es ist aber im selben Moment ja etwas, was ich aus dem Plus, aus der großen Einheit herausdenke, ein Minus mache. Es ist wieder, wenn, wo ist jetzt die Quelle allen Seins? Fällt mir was ein? Dann muss die ja über mir sein, wie die Sprache schon sagt. Oder taucht in mir was auf, dann muss die Quelle allen Seins unter mir sein. Aber eine ausgedachte Quelle ist nicht die absolute Quelle. Und sobald ich was über mir denke, muss natürlich immer wieder das Gegenteil mit da sein. Die schönen Erklärungen mit dem Diapositiv und Dianegativ. Das macht die Heiligkeit aus. Ja. Das ist das Spiel. Und das ist das Erste, was du zu lernen hast. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist das absolute Mittelpunkt, weil das ist wie ich dick in der Mitte. Um das dreht sich alles herum. Das ist die ganze Sprache, erzählt dir das in allen Sprachen der Welt. Da geht es nicht nur um ein blindes Glauben von Axiomen, von Grundannahmen, die du geistlos nachäffst. Wir reden von dem, was 100% sicher ist. Das ist das, was Holofeeling ausmacht. Es muss ein Geist da sein, der etwas erlebt. Da muss ich aber zuerst wissen, was ein Geist ist. Und das Wort Geist ist nicht Geist. Und das Wort Gott ist nicht Gott. Wer denkt sich das aus? Du. Was für Vorstellungen erzeugt das Wort Gott in dir? Ja. Wenn jetzt mein Pastor zu mir kommt, wo ich immer wieder sage, dann würde ich sagen, ich lehne es vollkommen ab, zu sagen, ich glaube an Gott. Was nicht heißt, dass ich nicht an Gott glaube. Ich habe das so oft erzählt. Ich muss doch zuerst einmal wissen, was das ist, was mit dem Wort Gott bezeichnet wird. Und das weiß keiner, den du dir ausdenkst. Ich kann dir auch sagen, wieso. Weil du musst jetzt erst einmal jemanden ausdenken, und egal, wen du denkst, die entstehen ja erst, wenn du sie denkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Egal, an welchen Menschen du jetzt denkst, die Frage ist schon, was denkst du bei dem Wort Mensch? Habe ich so oft darauf hingewiesen. Du wirst feststellen, dein extrem fehlerhaftes Denken, deine Minimallogik eines normalen Menschen, der sich Homo sapiens nennt, dann denkst du an einen Trockennasenaffenkörper. Und da kann der Udo tausendmal sagen, ein Mensch ist kein Trockennasenaffenkörper, sondern eine komplette Lebensgeschichte. Das ist ein Programm, wie ein Leben. Und alles, was in dir auftaucht, basiert auf diesem Programm. Und da tauchen jetzt natürlich Menschen auf. Das heißt jetzt bei dir ist das Wort Mensch oder der Menschheit sind es erst einmal irgendwelche Körpertrockennasen auf einer Erdkugel. Die entsteht natürlich erst, wenn du sie denkst. Das heißt also, auch wenn du das nicht denkst, haben wir verschiedene Schichten und ich symbolisiere das. Was ist jetzt in der Existenz, was du siehst und hörst? Was ist die Ursache dafür, das, was du im Arbeitsspeicher hast? Und was ist die Ursache vom Arbeitsspeicher? Das kommt aus der Festplatte. Das aus der Festplatte kommt aus dem Internet. Das ist es Gott, wenn wir jetzt das in einer transversalen Hierarchie machen. Und wenn du dir was bewusst machst, dass es für dich zu existieren beginnt. Eine Festplatte oder ein Arbeitsspeicher, ein Programm existiert erst in dem Moment, wenn du es denkst. Und jetzt kommt der Widerspruch. Ja, wenn ich einen Film anschaue, existiert dann eigentlich die Datei? Jetzt, wenn du sagst, ja, ist es nicht richtig, weil existere heißt heraustreten aus. Alles, was existiert, ist sichtbar, empfindbar, wahrgenommene Information. Die Datei ist da, rot gelesen. Ja, ja. Eine geschlossene Schöpfer, eine geschlossene Quelle mit 70, 470 gelesen ist ja das Wissen. Genau. Das Wissen ist da, aber rot, geschlossen in der Quelle. Und in dem Moment, wo es existiert, wird es zu einem geöffneten Augenblick, zu einer geöffneten Schöpfung. Genau genommen 470, das Wissen sind geöffnete Augenblicke, die existieren. Das heißt, sobald ich an die Datei denke, existiert. Sie ist aber auch dann da, wenn ich nicht an sie denke.
Im Arbeitsspeicher. Aber jetzt, sobald wir darüber reden, existiert der Arbeitsspeicher ja. Das ist überhaupt nicht kompliziert, wenn du es einmal verstanden hast. Das ist wie Zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen. Jegliches Form von Problem, jegliche Form von Leid, jegliche Form von Angst, ob das Verlustängste sind, egal was, ist ein einziges großes Missverständnis, weil du Worte falsch interpretierst, falsch auslegst, weil du in einseitigen Glaubenssystem, in einem einseitigen Glaubenssystem drin hängst und alles, was zu deiner Vollkommenheit nötig wäre, bekämpfst du massiv. Mein Beispiel mit dem Körper, den Sinnesorganen, deinen Körperzellen und dem Internet. Sobald du sagst, die Seite hat verboten und die Seite hat verboten, entheiligt. Mach dir das, du entheiligst das Internet. Dasselbe passiert, wenn du sagst, ich will keine Scheiße mehr im Darm und keine Darmzoten und den ganzen Dreck, will ich nichts zu tun haben, du würdest sterbenskrank werden in deiner jetzigen Vorstellung von einem gesunden Körper. Mhm. Der Witz ist, dass diese dreckigen, bösen, negativen Seiten immer auch eine positive Seite dazu hat und auf der höheren Ebene siehst du immer nur das Neue. Mhm. In dem Moment, wo ich sage, ich will keine spitzen Dreiecke mehr haben, ich will nur noch einen Kreis, gibt es keine Kegel mehr. Aber du siehst auf der höheren Ebene bloß die Vollkommenheiten, die Kegel. Du siehst in einem gewissen Maß einen Aufbau von Einzelteilen, der du in der Ebene der Einzelteile immer wieder zerrissen bist. Mein Kabelsteckerbeispiel. Mhm. Das ist das Chat-Denken. Die Verwandlung, es ist nicht mitteilbar, so wenig, wie ich immer wieder sage, du jetzt in deiner jetzigen Vorstellung einem Zweijährigen erklären kannst, was körperliche Sexualität ist, wenn du 20 oder 30 Jahre alt bist. Es ist ein vollkommen sinnloses Unterfangen, dass ich dir jetzt mit einer Basic-Logik versuche zu erklären, was Windows ist. Ich kann nur dein Windows ausreizen. Aber es wird passieren und du kannst es nicht aufhalten. Es macht keinen Sinn, irgendwas ewig festhalten zu wollen. Es wiederholt sich bis in alle Ewigkeit. Darum habe ich immer wieder betont, du Geist wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du diese Chance an dir vorbeiziehen lässt mit Holofeeling. Und du musst nichts tun. Der von dir jetzt ausgedachte Hubi bist übrigens auch du, nur mit einem anderen Programm. Der wird dir das bestätigen. Inwieweit hat sich der Udo jemals die letzten 25, 30 Jahre in dein Leben eingemischt, Hubi? 0,0. 0,0. Habe ich dir jemals gesagt, was du glauben sollst, was du tun sollst? Kochen habe ich von dir gelernt. Ja, gelernt. Ich hoffe, das ist nicht das Einzige, was du von mir gelernt hast. Aber nein. Aber ich meine jetzt so in den klassischen... Das ist es schon. Ich mache das als UP, mache ich selbstverständlich, werde ich dir jeden Moment perfekt, jeden Moment, der in dir auftaucht, ist maßgeschneidert, um dich geistig wach sehen zu lassen. Wachsen. Das hat nichts mit einem quantitativen Zuwachs zu tun. Das ist immer wieder, wenn ich sage, wenn du ein Buch liest, bist du als Leser des Kopfkino. Das Buch ist die Datei. Bist du am Ende des Buches immer noch derselbe Leser, wenn du das aus der Hand legst? Die Frage ist jetzt, die erste Frage, während du das Buch liest, sitzt du dann eigentlich da und blätterst du ständig um? Du konstruierst jetzt eine Vergangenheit. Während du einen spannenden Roman liest, sitzt keiner dort mit einem Buch in der Hand, der umblättert. Das ist, weil alles, was jetzt nicht gedacht wird, was jetzt nicht angeschaut wird, existiert. Da außen existiert gar nichts. Das sind deine Informationen. Das ist das Einzige, was du zu akzeptieren hast. Ich bin immer und ich erlebe meine ständig wechselnden Informationen, egal wo ich die mir jetzt unbewusst hindenke. Es ist hier und jetzt. Das Känguru kann nur dann sein, existieren, wenn ich es denke. Und dann ist es hier nicht in den Kopf, weil der Kopf ja auch nicht existiert. Das ist der blaue Kopf, sondern in dem roten Kopf. Das ist dieses Beroshi. Das bedeutet dieses erste Wort in der Dora. Inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt. Das mit dem nächsten Gedanken. Und jetzt kommt dieses Spiel. Und ich wollte jetzt bloß nochmal einen kleinen Nachdruck machen mit dem weißen Buch. Da ist auch kein Bestreben, dass wir jetzt diesem Pastor in irgendeiner Form was von Holofeeling erzählen, weil du willst schon wieder einen Gedanken von dir was erzählen. Also du musst für Holofeeling keine Werbung machen. Du bist der Einzige, der das verstehen kann. Du wirst natürlich nicht mehr müde davon zu erzählen, auf der Bröselebene. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Freude, die du erlebst, mitzuteilen, aber nur, wenn du merkst, dass die anderen, die du dir jetzt ausdenkst, das auch hören wollen. Genau.
Sonst beginnt das Genau. Missionieren. Das macht jetzt zum Beispiel der Pastor mit seiner Christengemeinde in Schweinfurt. Der Schweinfurt. Schön. Kleiner Ort vor Schweinfurt. Ist zwar auch wieder irgendwie ein Sus. Ja. Lateinischen. Ja, genau. Das Pferdeschwein. Es hat alles an. Ich sag, du merkst, wenn ich anspreche, bist du dabei. Wenn man die Grundlagen von Holofeeling hat. Aber in Wirklichkeit ist wirklich alles ganz anders. Nicht von dieser Du Welt. kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass du ein Auserwählter bist und dass du ewig was erleben wirst, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und du hörst mich jetzt sprechen. Und alle, die du dir ausdenkst, wo du jetzt glaubst, die hören den Udo auch sprechen, die schauen das Video sich auch an, sind bloß Gedanken von dir, die kriegen das gar nicht mit. Weil die nur existieren, wenn du sie denkst, meine Kisten, und da wird dann, die werden so sein, wie du sie dir ausdenkst. Das ist ein ganz simples Prinzip. Du kannst dich nur immer wieder selber beobachten, wenn Zweifel in dir hochkommen. Der Zweifel ist der Teufel. Und du wirst Besonders. feststellen, du wirst ständig beraten sein von irgendwelchen Menschen, die ich in dir auftauchen lasse. Du willst immer die Meinung der anderen. Bis du irgendwann einmal begreifst, kann ein Mensch, den du dir ausdenkst, den du träumst, kann dir eine andere Meinung äußern, wie die, die du träumst, die du im Traum in dir zu, diese Meinung, die du ihm zusprichst, dieser Figur in deinem Traum? Ich mache immer gerne das Beispiel mit dem Autor, wenn ein Autor sich hinsetzt und einen Roman schreibt, egal was für ein Roman, eine Komödie, ein Drama, ein Krimi, kann irgendeiner dieser Figuren, die er sich ausdenkt, anders sein, wie sie gedacht werden. Keinen Deut. Das Einzige, was ich mir jetzt wünsche für dich, dass du zuerst einmal für dich selber erkennst, dass du derjenige bist, der sich die Welt ausdenkt mit allen ihren Menschen und jedem Menschen, den du denkst, dass der genauso ist, wie er von dir gedacht wird. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wer ist eigentlich die Ursache oder was ist die Ursache, dass ich mir die Menschen oder die Welt so denke, wie ich sie mir ausdenke, in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt. Nur was du verstehst, das ist der Intellekt, den ich zum Denken benutzt habe. Jetzt benutze, Entschuldigung. Und konnte ich mir diesen Intellekt aussuchen, mein schönes Schwammbeispiel, hat sich irgendeiner seinen Intellekt aussuchen können? Ich sage, die Religion kann sich doch keiner raussuchen. Das heißt, in was für einem wahren Leben eigentlich die normalen Menschen? Ich weiß dir sagen, die normalen von dir ausgedachten Menschen leben in deinem eigenen Wahn. Du bist der erste Wahnsinnige, der sich spiegelt, solange du ein Wahnsinniger bist, bis du verstehst, was du selbst bist. Und dann haben wir natürlich unsere Stoffes und so weiter und so fort, die meinen, die hätten was verstanden, die wir uns jetzt ausdenken aufgrund von Worten. Was ich auch immer damit meine. Nichts ist trügerischer, wie der Glaube, ich hätte was verstanden. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist die Weisheit. Ja. Dann erkenne ich plötzlich, dass das auch niemals irgendein Sokrates gesagt hat, in Bezug, dass ein Platon sich das ausdenkt, weil der Sokrates ist ja jemand, den sich der Platon ausdenkt. Ja. Aber Genau. da müsste jetzt erst einmal klar sein, die Hierarchie ist noch nicht der Weisheit letzten Schluss. Und wer denkt sich jetzt den Platon aus, der sich in Sokrates ausdenkt? Ja, du. Warum denkst du dir den jetzt aus? Weil du diese Worte hörst. Es kann natürlich auch sein, dass ich kann jetzt nicht sagen, dass du da sitzt und ein Buch in der Hand hast und dann liest du irgendwas von einem Platon. Das Buch denkst du dir auch aus. Du denkst dir auch den, der das Buch in der Hand hat und dann das Buch liest, den denkst du dir auch aus. Genau, Weil du ja. dir alles ausdenkst. Jetzt immer wieder, du denkst wieder an dich selbst. Mach dir kein Bild von dir selbst. Die erste Erkenntnis, ewiges Leben, bewusst erleben kann man erst, wenn man Begriff verstanden hat, was man selbst rot gelesen ist. Ein absolut nicht denkbares ewiges Nichts. Dieses Nichts, aus dem alles entspringt, Creatio ex nihilo. Jetzt lassen wir es gut sein. Ich spiele jetzt noch eine Runde Lebe, mal schauen.